Mama, wird das Spielhaus auch abgebaut? Ja, Lena, wenn wir es den ganzen Winter draußen stehen lassen, geht es kaputt. Oh, schade, ich habe immer so gern da drin gespielt. Wolfram, ich gehe rein und bereite das Mittagessen vor. Alles klar, ich denke, das schaffen wir hier draußen schon. Okay, Lena, hilfst du mir mit? 4 Hände sind schneller als 2. Huch, Papa, aus der Hand gefallen. Lena, am besten du nimmst nur die kleinen Teile vom Haus ab. Ja, Papa, das ist besser, sonst fällt mir noch was auf den Kopf. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Schau mal, Papa, habe ich ganz allein geschafft. Klasse hast du das gemacht, Lena. Und jetzt noch die anderen Teile. Damon, was ist denn los? Oh Mann, Damon, was hast denn du nur? Papa, ich weiß gar nicht, was mit Damon los ist. Der fing auf einmal an mit Weinen. Hat er Sand ins Auge bekommen? Glaube ich nicht. Wir haben doch ganz normal gespielt. Ich gehe mit Damon rein. Okay, Lena. Vielleicht kann ja die Mama Damon beruhigen. Mama? Ich bin in der Küche, Lena. Was gibt es denn? Damon weint, aber wir wissen nicht, warum. Och, mein Schatz, was hast du denn, hm? Das ist ein großes Indianerzelt, hm, mein Schatz? Mama. Ja, ich komme gleich wieder zu dir. Ich mache nur noch schnell das Essen fertig. Oje, das ist ja richtig dunkel geworden da draußen. Die sollten sich etwas beeilen. Papa, frieren da die Kaninchen im Winter nicht? Ach, Sarah, die Kaninchen bekommen doch ein Winterfell. Und hier in dem Stall, da haben sie es kuschelig warm. Aber Papa, die haben ja gar keine Heizung. Wie soll es denn da kuschelig warm werden? Eine Heizung brauchen sie auch nicht. Im Winter bekommen sie etwas mehr Stroh und dann kuscheln sie sich da hinein. Ach so, die Hasen decken sich quasi mit dem Stroh zu. Ha, jetzt habe ich das verstanden. So, Sarah, wir decken jetzt den Sandkasten noch ab und dann gehen wir rein essen, okay? Ja, Papa, dann räume ich schon mal alles aus dem Sandkasten raus. Und ich hole die Abdeckplane. Oje, Damon hat ganz schön viel Spielzeug für den Sandkasten. So, die Plane, die habe ich schon mal. Bist du fertig? Gleich, Papa. Weißt du, wie viele Sandförmchen im Sandkasten waren? Papa, das ist ganz schön windig geworden. Du hast recht. Ich glaube, da braut sich ein Sturm zusammen. Ich habe Angst, Papa. Lass uns lieber reingehen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Mama schaut auch schon ganz grimmig. Wenn wir Glück haben, zieht der Sturm an uns vorbei und wir können nach dem Mittagessen weitermachen. Oh ja, da helfe ich dir wieder, Papa. Liebes Tagebuch. Das duftet aber toll. Was gibt es denn zum Essen, Martina? Es gibt Kürbis-Karotten-Eintopf. Geht ihr bitte hoch und wascht euch eure Hände. Wolfram, sagst du Lena bitte Bescheid, dass es Essen gibt? Lena, kommst du? Das Essen ist fertig. Ich komme sofort, Papa. MJ war voll nett zu mir. Ja, dann lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Mama, warum hat Damon eigentlich vorhin so dolle geweint? Das weiß ich auch nicht, aber du solltest essen, bevor dein Eintopf kalt wird. Der Eintopf ist voll lecker. Und wie schmeckt es dir, Sarah? Ganz gut, Mama. Du hast ja fast alles aufgegessen, Damon. Da hat es dir wohl geschmeckt. Ich glaube, da schmeckt es noch jemandem. Das ist der beste Eintopf, den ich jemals gegessen habe. Sarah, hast du Lust, noch mal mit rauszugehen? Ich gehe Mama fragen, ob wir dürfen, okay? Mama, Lena und ich wollen noch etwas raus. Dürfen wir bitte? Wenn es anfängt zu regnen, kommt ihr bitte wieder rein. Okay, Mama. Mama hat es erlaubt. Wenn es regnet, sollen wir aber wieder reinkommen. Oh ja, klasse. Ach du meine Güte, was ist denn da passiert? Oh je, die armen Hasen, die haben bestimmt ganz dolle Angst. Warte, ich hole Papa, der weiß bestimmt, was zu tun ist. Papa? Ja, Lena, was ist denn los? Die Abdeckplane liegt voll über den Hasenstall. Komm schnell mit raus. Was? Aber ich habe sie doch in den Sandkasten getan. Das muss der Wind gewesen sein. Ja, das war bestimmt der Wind. Euka, komm, wir gehen raus. Papa, Papa, schau doch mal. Der ganze Hasenstall ist mit der Plane abgedeckt. Oh je, zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Soll ich dir helfen? Ja, etwas Hilfe könnte ich gut gebrauchen. Der Wind weht heute echt stark. Warte mal, Lena. Ich glaube, so ist es besser.
Oje, ihr armen Hasen, ihr habt euch bestimmt ganz doll erschrocken, als die Plane auf euch zugeflogen kam. Papa, hatten die Hasen Angst? Das kann ich dir nicht sagen, Sarah. Sie reden ja nicht mit uns. Das sollte halten. Eika, was denn los? Eika dreht ja völlig durch. Vielleicht ist da ja irgendetwas. Ich schaue mal nach, vielleicht sehe ich ja was. Also ich kann nichts entdecken. Ich komme hier aber auch nicht vorbei. Papa, ich kann doch mal nachschauen, ob da hinten irgendetwas ist. Und, hast du schon etwas gefunden? Nein, noch nicht. Oh, da ist ja ein kleiner Igel. Wie süß. Papa, ich habe einen Igel gefunden. Okay, Sarah, ich gehe schnell und hole einen Karton. Sarah, ich habe nur einen Korb gefunden. Kannst du versuchen, den Igel vorsichtig hochzuheben? Okay, ich versuche es mal. Hoffentlich klappt es. Schaut mal, ist das nicht ein kleiner süßer Igel? Oh, der ist aber süß. Okay, Sarah, leg den Igel vorsichtig in den Korb hinein. Tun die Stacheln weh? Ein bisschen gepiekst haben sie schon. Dann bringen wir den Igel mal rein. Oh, Sarah, zieh nicht so. Und was jetzt, Papa? Das ist eine gute Frage. Da muss ich mich erst einmal belesen. Ich schaue mal im Internet nach. Oh, der Igel ist so süß. Vielleicht können wir ihn ja behalten. Ob das Mama erlaubt? Ich habe da etwas gefunden. Und? Was hast du denn herausgefunden, Papa? So leid es mir tut, den Igel können wir nicht behalten. Den müssen wir leider in einer Igel-Auffangstation abgeben. Da rufe ich gleich mal an. 345914. Oh ja, schönen guten Tag, Mathis im Apparat. Wir haben ein Igelbaby gefunden. In circa 2 Stunden. Alles klar, bis später, auf Wiederhören. Schade, dass wir den kleinen Igel nicht behalten können. Stimmt. Vielleicht hat er ja auch noch Geschwister. Ich könnte heute am Nachmittag und Mama und Papa. Ja, und passt. Oma und Opa. Okay. Ja. Und auch ganz viele Freunde. Bis später, ciao. Also, in 2 Stunden kommt jemand und holt den Igel ab. Was, in 2 Stunden schon? Oh. Schade, ich dachte, den können wir wenigstens bis morgen behalten. Da hat das bestimmt besser als bei uns. Was ist denn hier los? Habe ich etwas verpasst? Ja, Mama, wir haben einen Igel gefunden. Ja, einen ganz kleinen. Und wo habt ihr ihn gefunden? Hinter dem Hasenstall. Mama, der Igel hat bestimmt ganz großen Hunger. Und wo soll ich jetzt die Insekten hernehmen? Papa meinte, Katzenfutter kann man denen geben, aber wir haben ja nichts da. Das stimmt so nicht. Ich habe fälschlicherweise letztens eine Dose Katzenfutter gekauft. Ich dachte, es wäre Hundefutter. Hier habe ich das Katzenfutter. Dann war der Kauf wenigstens nicht umsonst. Er scheint gar keinen Hunger zu haben. Guten Tag, ich komme wegen dem Igel. Sie hatten angerufen? Hallo. Hallo. Sie sind bestimmt wegen dem Igel hier. Ist er das? Ja, das ist der kleine Igel, den ich gefunden habe. Ich würde den Igel ganz gerne im Körbchen lassen. Bringe ihn morgen den Korb wieder zurück. Geht das in Ordnung? Den Korb können Sie behalten. Der sollte schon längst auf dem Sperrmüll liegen. Was passiert jetzt mit dem Igel? Ich fahre mit dem Igel zum Tierarzt und da wird er gründlich untersucht. Dann bekommt er noch etwas gegen Flöhe und Zecken und dann geht es auf in die Igel-Auffangstation. Oh, da geht's dem Igel bestimmt richtig gut. Danke, dass ihr euch um den Igel gekümmert habt. Tschüss, kleiner Igel. Tschüss, wir kommen dich auf jeden Fall mal besuchen. Hoffentlich geht es dem Igel da gut. Sie hat es versprochen. Wir können ja auch eine Igel-Auffangstation machen. Und ich bin die Igelmama. Hier geht es jetzt weiter zu noch mehr Playmobil-Videos von der Familie Mathis. Und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.